Moin, sind Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Evoland 2. Meine abgekackte Stimme lässt grüßen. Erstmal. Nein, wir sind gerade im Wald und wir haben ein paar Dämonen getroffen und wir belauschen die gerade. Mit wir meine ich Kuro und Fina. Ja, wir haben jetzt mittlerweile einen Namen. Genau so einen habe ich vor vielen Jahren gesehen. Der war allerdings kaputt. Wir brauchen die Energie von diesem Magelliten um jeden Preis. Ah, Professor Giros Aufzeichnung zufolge sollte die Energie des Waldwächters ausreichen, um ihn zu aktivieren. Ha, der Hüter war lange inaktiv und ist bestimmt geschwächt. Ihn zu besiegen sollte also nicht so gering... das geringste Problem sein. Boah, gut, dass ich mir Wasser hier gemacht habe. Ich muss mal eben echt einen Schluck trinken. Bald werde ich mich an den elenden Menschen rächen können. Bereitet euch auf die Schwörung des Hüters vor. Ja, mach mal. Hätte ich was trinken können. Gut. So. Genug Kram. Lärm gemacht. Kuro, das ist einfach furchtbar. Wenn sie den Waldwächter aufwecken, greift er vielleicht mein Dorf an. Wir müssen etwas unternehmen. Glaubt ihr, wir sollten sie aufhalten? Nein. Ja. Das ist riskant. Vielleicht sollten wir jemanden warnen. Aber dafür bleibt keine Zeit. Volle Ultrakräfte. Der Hüter. Sieht mega knuffig aus. Er ist erwacht. Pass auf! Er ist stärker als erwartet. Ach, soll sich das Ding doch bei der Zerstörung des Dorfes verausgaben. Den kann man anschließend wieder erledigen lassen. Oh nein, Kuro. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mein Dorf angreifen. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Dann später. Ja. Ich wusste, dass das auf euch Verlass ist. Ich werde helfen. Unternehmt bloß nichts Unüberlegtes, okay? Kein Ding. Hüter des Waldes. Ja. Autsch. Und das Ding dreht durch. Ich liebe ja tatsächlich. Autsch. Autsch. Solche kleinen Lebensanzeigen von Gegnern, zumindest beim Endgegner, dann weiß ich, ups, immer, oh, ich bin heute mal ein bisschen schlecht drauf. Oh, natürlich stehe ich da im Weg, ey. Ups, 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 so. Das ist halt immer so ein bisschen ausweichen, ne? So. Pustekuchen. Der Gegner ist ein Witz. Ich habe ein bisschen gelugt. Lass mich bitte die XP farmen. Lass mich die XP farmen. Nice. Weißt du, anstatt dass wir einfach aus dem Dorf gehen, gucken wir uns das Ding an. Der Magellit leuchtet. So habe ich ihn noch nie gesehen. Ist das etwa, wovon diese Dämonen sprachen? So, jetzt kommt etwas, Kinder. Ja. Ganz, ganz wichtig. Nur wenn etwas in Latein geschrieben ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch wirklich Latein ist. Zum Beispiel, ups, das war das Menü. Lorem ipsum. Pass mal auf. Hier steht etwas geschrieben. Lorem ipsum dolor sit amet. Das verwendest du immer als, ich nenne es mal, Füllmaterial, wenn du eine Homepage am Bauen bist. Dann ist, wenn du halt diese, ich nenne es mal, diese Generatoren hast du wegen über mich, über bla bla bla, ne? Dann hast du über Lorem Ipsum bla 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 bla. Hat gar kein, also es bedeutet nichts. Es ist einfach nur auf Latein irgendwas, oder die einzelnen Wörter haben schon eine Bedeutung, ne? Aber das ist einfach nur Füllmaterial. Und ich finde das total klasse, dass sie das da mit eingebracht haben. Und hier haben wir schon die erste kleine Zeitumwandlung. Was? Was zum Teufel war das? Ich fühle mich irgendwie anders. Weniger detailliert. Sehr schöne Anspielung. Was ist mit euch, Kuro? Ihr auch? Nö. Bei mir ist das Tutti. Oh, wo sind wir denn jetzt? Sieht ein bisschen aus wie der Grimmorwald, aber irgendetwas ist anders hier.
Meinst du die Pixelanzahl oder was? Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Wie dem auch sei, die Dämonen gefährden mein Dorf. Wir müssen hin und alle warnen. Glaubt ihr, ihr findet den Weg wieder? Klar. Also gut, ich vertraue euch. Brechen. Habe ich das irgendwas? Ja, egal. Brechen wir auf. Yay, Lorem Ipsum Alpha Kakko. Mach mal hier das Ding platt. Na gut, dann mache ich es halt kaputt. So, auch unsere Gegner sind ein bisschen weniger detailliert und das Gras ist genauso hoch wie wir, also die Büsche. Wir haben kleine Bäumchen. Ja, und das ist im Prinzip Evolent. Das heißt, wir können Rückschritte, aber auch Fortschritte in der Grafik machen. Das finde ich eigentlich ziemlich angenehm, alles mal so ein bisschen zu begutachten. Und das alles auch noch humoristisch, humorvoll, Entschuldigung, darzustellen, rüberzubringen mit einer eigenen Story. Ich meine, das ist ein bisschen... Level up. Wie ist so ein Spiel überhaupt aufgebaut, finde ich? Was gibt es da für Entwicklungen? Wie war das zum Teil damals? Wie pixelig geht Pixel überhaupt im Vergleich zum heutigen Standard? Ist schon, finde ich, schön, das mal so präsentiert zu bekommen und auch nicht so belehrend, sondern mit einer wirklich lustigen Stimmung. Guten Humor, ja. Puns ohne Ende. Anlehnung an Spiele, aber das alles so ein bisschen auch aufs Korn nehmen. Das finde ich sehr sympathisch. Es gibt auch einen ersten Teil, den müsste ich mir tatsächlich auch mal reinpfeffern. Bin mal gespannt, wie der ist. Ist vielleicht ein bisschen blöd, mit dem zweiten zu starten. Aber das habe ich schon bei so vielen Sachen gemacht, wo ich mir denke, ja komm, ne? Allein bei Zelda wissen wir ja auch gar nicht... Bei Zelda wissen wir gar nicht... Ja gut, nee. Damals war die Reihenfolge auch noch ungeklärt. Aber ich habe zum Beispiel mit Ocarina of Time gestartet und liebe es. Ne? Und das war ja so gesehen nicht das allererste Zelda, was draußen ist. Also von daher ist Reihenfolge-Chronologie ja auch ein bisschen für den Arsch. Heilt mich übrigens auch dieses wunderschöne kleine Plätzchen, nenn ich es mal. Ja, Palätzchen. Wir haben hier ganz viel Mist. Was haben wir denn hier? Also wenn ich die Chance habe auf irgendeine Truhe, dann versuche ich das mitzunehmen. Ich werde hier keine 100% anpeilen. Das mache ich ehrlich gesagt nur in Spielen, die ich schon gespielt habe, die ich auch gut kenne. Das ist bei Evolent nicht der Fall. Ich habe bis zu einem gewissen Punkt gespielt. Danach wird es blind. Einfach nur um zu gucken, funktioniert das auf meinem Laptop und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ja, alles gleich, zock erstmal. Weil ich sowieso nicht wusste, klappt es mit dem Aufnehmen. Die erste Testaufnahme, die war nicht schlecht, die hat nur einen kleinen... bei diesen Attacken nenne ich es mal so, wie bei Fina ein bisschen gehakt. Und da war ich aber auch schon in einer ganz anderen Zeitzone, die auf jeden Fall etwas anspruchsvoller ist als das hier, was wir hier haben. Deswegen bin ich eher positiv gestimmt und ich habe da Bock drauf. Man muss das auch mal so sagen. Ich habe da volles Mad Bock drauf. Ich finde das super. Ich weiß. Deswegen habe ich es mir auch gekauft, das Spiel. Ach, das muss ich noch kaputt hauen. Entschuldigung. Bei Pizmeet hat der Brammen es damals gespielt. Er hat es aber nicht durchgespielt. Ich weiß auch nicht, warum er das Projekt beendet hat, was ich ziemlich schade finde. Ich habe es mir auf jeden Fall geholt, weil ich es dort gesehen habe und gedacht, Alter, das Spiel gefällt mir. Das Spiel gefällt mir wirklich. So, kann ich hier das mal kaputt machen, Fina? Dankeschön. Es interessiert mich, ne? Und das da hat, muss man einfach sagen, hat das Let's Play gut funktioniert. Ich meine, Bram hat das auch... Bram ist der... Weiß nicht, ob er so richtig der richtige Typ dafür ist. Der hat... Ist ziemlich charmant, sagen wir es mal so. Der hat auch immer einen frechen Spruch auf der Lippe. Das hat ganz gut gepasst, aber ich finde, Bram ist für mich nicht so der RPG-Spieler. Aber vielleicht vertue ich mich da in der Hinsicht auch nur, ne? Aber ich meine, in dem Team hat ja sowieso jeder so seinen Liebling und weiß ich nicht. Er kam jetzt nie so als richtiger JRPG oder normaler RPG-Spieler rüber. Obwohl, habe ich da überhaupt einen im Team Pizmeet, wo ich sagen würde, jo, das passt da? Naja, egal. Wir beschäftigen uns ja lieber jetzt hier mit der Lichtung und all so drum und dran. Und letzten Endes ist das hier mein Let's Play. Ja! Dementsprechend mache ich hier auch, worauf ich Bock habe. Stein! Böser Stein. Ich glaube, wir sind im Dorf, ne? Aber wir gucken uns hier nochmal
bisschen um, einfach nur wegen Stuff-Looten. Und uns fällt schon auf, das Dorf ist nicht mehr Dorf und hier sind Monster. Wir haben diese wunderbare, beruhigende Melodie. Schön. Boah, das wobbelt hier überall. Ich will rüber, aber da kann ich noch nicht. Wie du siehst, da Plätscherwasser, da habe ich noch niemanden für, der das für mich macht. Plätscherwasser ist böse. So, was haben wir hier? Erstmal einen dezimierten Pilz. Level up! Und da oben ist wieder eine Truhe. Ja! Yeah. Pam, 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 kann ich das bitte... Bam. Und nochmal töten. Und töten, töten. Und Truhe. Da, 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 da. Ich bin mir echt unsicher, ob man die Stände zum Beispiel... Die kann man... Nee, ich glaube, die Sterne kriegst du überhaupt im ganzen Spiel, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du die nur in einer Zeitzone kriegst, weil man mal gesehen hat. Kann ich ja jetzt auch noch nicht alle erreichen. Pumpen kriegen wir. Wir haben ja schon so eine gelbe, sag ich schon, Entschuldigung, grüne Pumpe. Die können wir später auf jeden Fall mal gebrauchen. Aber wirklich später, ganz, ganz spät, später. Böse? Nein. Komme ich von da? Ja, ne? Ja, Orientierungssiff, ich weiß. Ich sag ja, Orientierung Toastbrot. Oh. Ich glaube, es ist dir aufgefallen. Nein, Dorf! Wo ist es? Mein Vater! Meine Freunde! Hast du wirklich Freunde? Sie sind alle verschwunden! Oh Gott, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Oh Gott, es muss eine logische Erklärung geben. Mein Papa hat immer gesagt, für alles gibt es eine logische Erklärung. Aber ich hoffe, sie hat... Ich hoffe, sie hat recht. Dein Papa ist dein Mama? Alles klar, Fina. Das erklärt viel. Es ist ganz... so als... Naja, wäre mein Dorf nie da gewesen. Cool. Habt ihr eine Ahnung, was da passiert ist? Ja, klar. Ach, wirklich? Na, wenn das nicht ermutigend ist. Das muss mit unserem Kampf gegen den Hüter zusammenhängen. Vielleicht haben sie in den Bergen Schutz gesucht. Lass uns dorthin aufbrechen. Ich bin mir sicher, dass es allen gut geht. Klar, die haben mal eben ihre ganzen Hütten abgerissen. Felder, Kinder eingepackt, Gräser eingepackt und sind mal eben gen Norden gezogen. Da glaubst du doch wohl selber nicht. Ja, ich loote hier erstmal alles, weil Looten, Looter King, weißt du. Wie wäre das Looten und Leveln, ne? Ja, super. Looten und Leveln ist ein guter Gamer-Song. Nicht. Hallo, Abracadabra, du siehst aus, als kämst du aus dem Fernland. Na, sieh mal einen an, wir bekommen hier nur äußerst selten Besuch. Ihr seid wohl auf der Flucht vor dem Krieg, was? Nö. Nun, dann lauft ihr wohl vor etwas anderem davon. Ihr habt nichts mehr zu befürchten. Hier sind wir fernab von dem ganzen Chaos. Jedenfalls bin ich deswegen hierher geblieben. Sonderbar. Er erinnert mich irgendwie an meinen Vater. Großvater vielleicht? Jedenfalls stammt er nicht aus meinem Dorf. Und scheinbar weiß er auch nicht, warum es verschwunden ist. Psst, Kuro. Lasst euch von ihm nichts erzählen. Da kriegt er schon lange vorbei. Ich habe eher den Eindruck, dass er nicht meine Tassen im Schrank hat. That's what she said. Okay, in die Hütte können wir nicht. Das ist auch nur so ein drittklassiges Zelt. Den lassen wir mal angeln. So, neue Welt. Nein, alte Welt. Sieht nur ein bisschen anders aus. Hier haben wir Scheiße. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Berge. Bisschen wandern, das tut uns gut. Und die Fina braucht auf jeden Fall ein bisschen Ruhe, ne, bevor sie noch einen Herzantrag, einen Herzanfall kriegt, eine Attacke. Machen wir uns dann im nächsten Part auf jeden Fall im Gebirge. Ein bisschen gemütlich, an der Hütte am besten, mit Skifahren und ein bisschen saufen, Après-Ski. Ich wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal und way!